Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Mann! Gas Station Simulator. Dem sehr stressigen Tankstellen-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge war Peter Zwegert fast da. Die Kunden rennen uns die Bude ein. Wir haben auf jeden Fall jede Menge zu tun. Wir haben jetzt gerade ein paar Teile bestellt, dass wir den Auftrag der Werkstatt fertig machen können. Euch allen einen schönen Tag gewünscht und danke für die ganzen Däumchen und so weiter. So, wir machen mal zu hier. Sehr schön. Dann gehen wir einmal Kraftstoff machen. Dann bezahlen wir unser Personal aus. Gehen zurück in die Werkstatt und kassieren vielleicht gleich noch die Kunden ab. Ja, ich komme doch schon. Warten Sie. Hör auf zu winken hier. Dass die Leute immer so einen Stress machen hier, ne? Ich belaste das. Nein, wir haben Fehler gemacht. Das heißt, kein Trinkgeld. Und wir können die Sachen gar nicht so schnell ranschaffen, wie die Leute hier... Ja, was ist wrong with you? Mecker, mecker. Oder was mit zu Hause hier? Mann! So. Ja, genau, richtig, ne? Schönen Tag noch. Haben wir da auch noch einen? Ach, guck mal, junge Frau. Kommen Sie ran, kommen Sie raus. So, wir sind auch nach wie vor hier wieder im Livestream auf Twitch. So, jetzt muss ich erstmal hier alle Angestellte bezahlen, sprechen, Aufgaben, Kasse, Aufgabe, tanken, Aufgabe, putzen! Mann, das sieht aus hier, Leute. Tut was für euer Geld. So, ich bin erstmal weg. Haben wir noch Sachen, die wir auffüllen können? Eis vielleicht? Man kann auch Eis wieder reinpacken, neuerdings, ne? Ihr wart ein bisschen verwundert, ich auch. Aber man kann es wieder reinpacken. Das ging am Anfang nicht, hattet ihr recht. Ich hatte nicht meine Folgen mir nochmal angeguckt. Und damals ging das nicht. So, ne, das kommt da nicht rein. Wir haben echt kaum Klamotten hier, ne? Wir brauchen Cookies. So, haben wir noch Newspapers? Ach, guck mal hier, die guten Puzzle hier. Kasse, 6 Leute. Ach du Scheiße. Das ist echt voll. Dann gehen wir mal in die Werkstatt und werden hier alles einstellen. Guten Tag, junger Mann. Ich habe gerade frische Ware bekommen. Das heißt, ich kann sie wieder bedienen, ne? Sehr schön. Er braucht nämlich noch einen neuen Spiegel. Da haben wir ein paar bestellt. Vielleicht bestelle ich einfach nochmal ein paar. Andere Seite, ne? Jo. Der bringt dann auch wieder ein bisschen Cash in the Tash. Und dann haben wir den Auftrag auch abgeschlossen, ne? $215 haben wir verdient. 6 Leute an der Kasse. Ach, Leute. Ja, auf zu. Ihr seht schon hier, guck mal. Hier, lange Schlangen an der Kasse. Wir brauchen Hüte, wir brauchen alles. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Wir haben von allen zu wenig. Was wir aber jetzt kaufen werden ist, wir haben uns ja ein paar Sachen noch in unser Lager gebracht. Und zwar brauchen wir Regale. Und zwar für, ich glaube, für Teddybären. Oh, voll süß. Und für Spielzeug, glaube ich, war es. Ne? Toys, Toys. Die können wir jetzt hier platzieren. Nämlich, wir haben jetzt Spielzeug, Leute. Und wir gucken einfach mal weiter. Und der Randy kommt vorbei. In der Aufnahme, Mahlzeit, Leute. Grüße. Ich habe vergessen, die Alerts auszumachen. So, Leute. Randy, Mahlzeit, Grüße. Sind gerade in der Aufnahme, Gas Station. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Was habt ihr Schönes gespielt? Ich hoffe, Battlefield oder... Wie heißt es gleich? Forza. Mahlzeit. So, Classic, danke dir für die Bits. Haha, faule Sau. Nee, ich habe nächste Woche keine Zeit. Battlefield, ah ja, dann. Köstlich, Randy, köstlich. Wieso faule Sau, hä? Ich bin produktiv, mein Freund. Das ist immer Produktivität. Kennst du nicht, ne? Ja, schön, dass ihr da seid, Leute. So, guck mal hier, warte mal. Einmal. Guck mal, wir haben nämlich Spielzeug da. 5, 5, 5. Place, place, place. Keine Zeit, seit Wochen, man fragt sich. Ja, ich habe viel zu tun, Leute. Nachbarin hält halt einer auf Frapp, ne? Da muss man immer gucken, ne? Keine Zeit, Randy, keine Zeit. So, warte. Weiß ja, wie das ist, ne? Business dies, das. So, guck mal, jetzt haben wir hier sogar... Oh, guck mal. Spielzeuge und andere Dinge. Toll, oder? Das ist so super.
Sehr schön, sehr schön. Es ist schon echt ein geiles Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen, ja, bisschen durcheinander, das Spiel. Aber ansonsten ist es schon recht gut gemacht. Kraftstoffkasse. Der Kollege muss erstmal sauber machen hier. Haben wir noch Eis da, Leute? Haben wir noch... Nee. Wir haben nichts da. Nichts. Und davon jede Menge. Guck mal hier. Kein Gebäck mehr, Leute. Wir müssen Gebäck bestellen. Wir brauchen Gebäck. Und Kippen. Die Leute haben keine Kippen mehr. Verdammt, verdammt, verdammt. So, Les Cigarettes. Die guten Menthol. Superblend. Was kosten das? Das ist schon $364. Schön. Was brauchen wir denn noch? Ich guck mal kurz. Wann ist eigentlich Hochzeit? Oh, keine Ahnung. Bisher noch nicht geplant. Bisher noch nicht geplant, aber kommt bestimmt bald. So, Kekse, Popcorn, Ballies. 529. Oh, wir sind gut. Ballies hatten wir. Chunkies. Alles andere sind zu teuer, ne? 588. Ich glaube, Hüte waren auch schon wieder alle weg, ne? Hey, die Hüte verkaufen sich auch richtig gut. Haben wir noch Platz? Ach, da geht noch was rein. 625 Euro erst. Die Hüte und die Brillen hatten wir, glaube ich, noch genug, ne? Wir könnten... Ach, komm. Mal die Paprika-Chips auch mal rein. 735. Das passt noch alles. Wow. Vorhin. Nee, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. So, Zigarette hatten wir. Alkohol hatten wir auch genug. Ah, hier. Bier ist im Angebot. 782, komm. Let's go. Bestellung ist raus. Boah, guck mal, wie schnell die Plüschtiere weggehen. Das ist ja der Wahnsinn. So, guck mal, hier haben wir Sunglasses. Sunglasses. Die können wir auch... Ja, hör auf zu meckern, Mann. Die Hüte kommen wieder. Ach, das haben wir vergessen zu bestellen, ne? Ach, komm. Pack rein hier. So, da muss auch noch was rein. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Der macht immer noch sauber. Ja, Zigaretten kommen wieder. Ja, es tut mir leid. Hier, Maria ist weiterhin am Tanken. Wir haben ja mittlerweile dreimal können wir hier tanken. Und wir haben jemanden in der Werkstatt. So, wir gehen mal wieder in die Werkstatt und werden da ein bisschen was machen. Ach, guck mal. 1, 2, 3. Oberkörper frei. So, das Thumbnail ist fertig. Ölwechsel und Reifenwechsel. Guck mal, da ist er wieder. Der Klaus. Grüß dir. Sunglasses, Sunglasses. Beautiful Sunglasses. Ah, bester Mann. Bester Mann hier. Wer kennt's dich, ne? In Deutschland nennt man es, glaube ich, Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder? Nennt man das so in Deutschland? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal Reifen wechseln hier. Maximal belastend. Ach ja. So. Ach, Lagerhaustor, da kommt gleich eine neue Lieferung. So, der ist nämlich gleich fertig. Dann können wir hier einmal gleich aufräumen. Sehr schön. Ja, schönen Tag noch, ne? So, einmal das Öldinge wegpacken. Habe ich schon? Habe ich schon? Ja, alles gut. Und dann lassen wir den Kollegen mal rein hier. Was macht sie denn der? Ach, der Jan macht auf hier? Nee, der rennt einfach hier durch das Ding. Auch schön. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, Leute, neue Ware. Kippen. So. Kippen sind da, Alkohol ist da. Lecker Chips. All das, was das Tankstellenherz begehrt. Gucken wir mal. Boah. Das Lager aber richtig voll. Und ich bin mal gespannt, wie lange es halten wird. Nicht lange wahrscheinlich. Wir könnten noch mal gucken, ob noch Reifen und so ein Kram im Angebot ist. Da können wir das auch noch kurz bestellen. Autoteile. Batterien sind günstig. Autospiegel. Oh, Autospiegel immer noch günstig. Reifen. 618. Müssen wir noch mal ein bisschen warten, ne? 618. Oh, da geht wieder was rein.
Weil die Sachen würde ich schon bestellen, weil... Ah, das ist was, was wir auf jeden Fall benötigen immer. Komm, Leute. Kassiert mal schneller da. Ich hoffe, das Personal arbeitet auch noch. Weil jetzt ist gerade günstig, ne? Ah, Batterien brauchen wir aber auch, ne? Ach, verdammt. Müssen wir warten. So. Müssen wir echt warten. Schade. So, andere Seite geht auch runter. Schauen wir hier nochmal. Dass die Leute immer so aggressiv hupen, ne? Ich hasse es. So, erstmal wieder hier. Zack und zack. Und die anderen kommen halt hier rüber. Kunde an Kraftstoff. Sehr gut. Ansonsten haben wir noch hier das Kreuzfahrträtselbuch. Hier können wir noch ein paar Chips hinpacken. Hier kommen die anderen Leckereien. Hier kommen die Borlies und Cookies hin. Ach, sehr schön. Guck mal. Aluhol. Lecker Bierchen ist auch wieder da. Wir haben in der Kunde eine Werkstatt. Wir haben Hüte bestellt. Aber kein Eis, ne? Ah, wir haben Eis vergessen. Verdammt. Wir haben Eis vergessen, Leute. Kunde an Kraftstoff, Kunde in der Werkstatt. Ja, moin, Krejan. Grüße. Ach ja, recht herzlich willkommen, Leute. So, wir bocken den alten Sack mal wieder hoch. Haben wir die Sachen jetzt nicht angenommen? Ach, wir haben Eis bestellt hierfür, ne? Was braucht denn der hier? Spiegel? Ey, der kommt wegen einem kaputten Spiegel, sein Ernst. Echt sein Ernst. Verrückt. Naja, egal. So, Müll ist auch voll. Was hat denn der noch? Hä? Ach, Batterie. Oh, es ist die letzte. Wir müssten Batterien bestellen, Leute. Gucken wir mal rein hier. Batterien ist immer das, was wir brauchen, ne? Na, Ben, Drängelord. Moin. Das Spiel ist schon stressig. Ganz, ganz stressig ist das. Jo, schönen Tag noch. So, wir werden jetzt erstmal was bestellen. Und zwar... Autoteile. Wir brauchen... Oh, eine Batterie. 6 Stück. Die kosten 300. So, Autospiegel. Oh, passt. Reifen. 1000. Ah, wir können noch ein bisschen was bestellen. Reifen. 1250. Bam. So, das haben wir auch. Und dann sollten wir, glaube ich, bald mal wieder erweitern. Wir haben voll Müll. Wir haben dies, wir haben das. Ich muss erstmal aufräumen. Ne? Guten Tag. Grüßen Sie. Guck mal, das sieht schon wieder aus hier, ne? Wie bei Hempels. Müll. Die Müllabfuhr müssen wir auch mal wieder anrufen. Wir müssen ja gleich nochmal feucht durchwischen. So, Lieferung. Müllabfuhr. Let's go. Einmal durchwischen. Sehr schön. Tippitoppi. Guten Abend, Holger. Grüße. So. Dann haben wir das auch. Hier auch nochmal. Du kannst hier gar nicht so schnell sauber machen, wie es hier dreckig wird, ne? Aber für Toilette müssen wir eigentlich auch mal gucken. Bestimmt dreckig da. Oh, was ist das denn? Oh, wir haben Kunden in der Werkstatt. So, machen Sie Platz, junge Dame. Ich muss da mal rein. Ich muss durch, ich bin Arzt. So, Werkstatt. Mahlzeit, junge Frau. Was haben Sie denn? Können wir da Dreck beheben? Ach, guck mal, da ist er. Dieses Spiel macht einen echt fertig, ne? Du bist ja echt nur am Hin- und Herrennen. Guten Tag. So. Sehr gut. Einmal einräumen. Ja, Dad Loot.
Fegen auf den Toiletten reicht. Natürlich, das, irgendwann ist das so hart, ne? Das geht von alleine weg, Leute. Oh nein, jetzt sind, oh nö, jetzt sind die Damen der Schöpfung schon wieder in Pause. Och nö, mein Personal ist in der Pause, Leute. Schön. Das heißt, was kann ich wieder machen? Alles selber. So, guck mal, da kommt die Müllabfuhr, ne? Grüße, Klaus. Mahlzeit. Einmal abkassieren hier. Jo. Guck mal, zweimal die gleiche Zeitung gekauft, ne? Ha, wohl noch eine Zeitung. Boah, die leckeren Pringles. Sehr gut. Oh, Popcorn. Und noch eine Zeitung. Jo, schönen Tag. Tschüss. Ich muss mal draußen tanken. Warten Sie. Dieses Spiel ist einfach so heftig. Guten Abend, Elias. Grüße. Ach. Der oh, der Wait. Ach, Klappe. So, weiter geht's. Bam. Jo. Oh, wir brauchen wieder Sprit, Leute. Mahlzeit. Guten Tag. Wenn man es richtig... Ja, ist richtig. Wenn man es richtig macht, dann macht man es richtig und am besten selber, ne? So sieht's aus. Dann verlässt er dich auf andere, bist du verlassen. So sehe ich das auch. Können wir nochmal ein paar Sachen auffüllen. Also, du kannst gar nicht so schnell hier alles machen, wie die Sachen hier reinflattern, ne? Oh, guck mal hier, die Plüschtiere. Ach, hat er richtig zugeschlagen, aber... Drei Enkelkinder hier. Ja. Ja, schönen Tag noch. So, weiter geht's. Also an der Kasse, seitdem ich die Parkplätze ausgebaut habe, Leute, ne? Absoluter Wahnsinn, genauso wie ihr es gesagt habt. Die Leute rennen einem echt die Bude ein, ne? Schönen Tag noch, tschüss. So, wir müssen Eis auch noch bestellen und wir brauchen Sprit. Sprit ohne Ende. Ich hoffe, der Sprit ist wieder günstig. Gucken wir einfach mal. Ach, Mann. Drawsticker, Mahlzeit, Grüße. Ah, weiter geht's. Und rein da. Zack, zack. How much do I owe you? How much do I owe you? So. Kraftstoffvorrat. 2 Euro nur. Günstig. 400. 800. Nicht genügend Geld. Was? Ach ja, wir haben nicht genügend Geld. Lol. Wir müssen auch gleich mal zum Kunden wieder hier in die Werkstatt, ne? Der wartet schon. So, warte, wir müssen noch mal hier einmal tanken und dann können wir uns das leisten. Ist er da? Ist moin. So, 400 Liter werden wir jetzt erstmal kaufen. Direkt ordern. Ach, Leute. So. Bam. Bestellung ist raus und ich bin auch raus für heute. Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt noch gerne einen Kommentar. Ja, dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.